Hey, du Spanner, schieb deinen Hängehintern weg von meiner Zellentür. Du siehst doch eh nichts. Selbst wenn ich splitternackt hier sitzen würde. Oh, die Stimme kenne ich doch. Ja. Das ist Goldblöckchen, die Meisterdiebin. Wir kennen uns von früher. Ich bin ja schon bei mehreren ihrer Beutezüge begegnet. Hallo, Goldblöckchen. Ich bin es, Simon. Erinnerst du dich? Anscheinend haben wir gerade ein ähnliches Problem, hm? Simon, du hier. Hey, das ist großartig. Hol mich hier raus. Dann können wir alle gemeinsam fliehen. Alle? Ist da etwa noch jemand in deiner Zelle? Wie man's nimmt. Lass dich überraschen. Komm einfach rein. Ich habe hier eine erstklassige Haarnadel. Damit bekommen wir die Eingangstür spielend auf. Beeil dich. Die Tür ist mit einem von diesen blöden magischen Schlössern gesichert. Abracadabra wollte bei mir wohl ganz sicher gehen, dass ich ihm nicht entwische. Aber du findest sicher irgendeinen Weg, um das Schloss zu öffnen. Aber natürlich. Und... Moment. Okay. Undefinierbare Maschine. So, oh, schreckliches Wort gerade. Aber ein roter Teppichvorleger, den wir mitnehmen können. Ein roter Teppichvorleger. Hey, der hat dasselbe Muster wie mein Mantel. Oh, das ist ja auch kein Zufall. Ah, ein seltsames Vieh. Chemielabor. Dieses Ding schaut mich so merkwürdig an. Ja. Was können wir denn hier noch machen? Ein Gebiss. Ich möchte das Gebiss eigentlich mitnehmen. Warum nicht? Nee, Folterwerkzeuge. Eine Schriftrolle. Da sind lauter komische Zeichen drauf. Das scheint ein hochstufiger Zauber zu sein. Okay, hochstufig können wir noch nicht. Und ein Glaskolben können wir wohl da nicht einsetzen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck mal, da neben Brille. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir die mitnehmen können. Das passt sogar. Das ist eine Brille der magischen Entzifferung. Die Dinger sind cool. Damit kann jeder Dilettant hochstufige Zauber entziffern. Leider darf man sie nicht bei Klausuren an der Magieschule verwenden. Okay. Das heißt für uns aber, wir können damit die Schriftrolle entziffern. Ah, jetzt sehe ich klarer. Das ist ein Türöffnungszauber. Ich wette, jetzt kann ich ihn problemlos anwenden. Ja. Hey! Die Brille hat den Geist aufgegeben. Die Schriftrolle war wohl doch etwas zu hochstufig. Okay. Das heißt, wir haben die Brille nicht mehr. Die brauchen wir aber nicht mehr. Können wir die... Das ist Goldblöckchens Zelle. Okay, wir müssen also die Schriftrolle benutzen. Dann wollen wir mal... muss ich das jetzt vorlesen? Dumm, die dumm, dumm, die dei, Türzauber GN2. Hey, das erinnert mich an eins von diesen blöden Rollenspielen. Ist schon eine Weile her. Hat funktioniert. Über den albernen Spruch beschwere ich mich lieber ein anderes Mal. Ja, aber er war wirklich albern. Gucken wir doch mal rein. Wer ist denn da noch? Du bist Jammernja Juliusgeist. Ah ja. Rotes Halstuch. Nehmen wir. Ein schönes rotes Halstuch. Stroh. Wo ist Goldlöckchen? Ketten? Ketten? Da, ach da. Aber da habe ich doch mal was gesehen, oder? War da nicht gerade noch was? Strichliste, Kissen. Wir unterhalten uns erstmal mit Goldlöckchen. Tatsächlich, du bist es, Simon. Jemand muss meine Flüche, Gebete erhört haben. Schnell löse meine Ketten und dann fliehen wir gemeinsam. Die sieht ein bisschen, mitgenommen aus. Ist dein, Mitbewohner schon länger in diesem Zustand? Der? Naja, der sah schon so aus, als ich herkam. Komisch, oder? Aber eigentlich ist mir das Schnuppe. Wichtiger ist mir, dass wir hier schnell rauskommen. Oder siehst du das anders? Nein, nein. Aber erzähl erst mal. Wie bist du in diese Lage geraten? Ach, das ist eine lange Geschichte. Magst du Geschichten, in denen raffinierte, aber sehr langwierige Eigentumsdelikte im Vordergrund stehen? Keine Ahnung. Siehst du, kürzen wir es also ab. Ich bin hier aufgrund eines bedauerlichen Missverständnisses gelandet. Und leider wurden auch meine Fluchtversuche vereitelt. Jetzt hocke ich hier in verschärfter Einzelhaft und will natürlich ganz dringend raus. Dann taucht ein junger, strahlender Held mit einem bescheuerten Hut vor mir auf. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ah ja, gut. Wie kommt es, dass du dich nicht selbst befreien kannst?
Was soll das heißen? Spielst du etwa auf meine unbestreitbaren Qualitäten als Meisterdiebin an? Normalerweise wäre ich natürlich schon lange hier draußen, aber Abracadabra zieht alle Register einer modernen Haftanstalt, vor allem nach meinem letzten Fluchtversuch. Die Ketten hier sind nicht von schlechten Eltern. Dabei bekäme ich die Eingangstür zum Kerker mit einer billigen Haarnadel auf. Es ist zum Heulen. Ich gehe da mal wieder. Da liegt die Haarnadel. Die haben wir gerade noch gesehen. Ich dachte erst die Münzen oder was das sein soll, kann ich aufheben, aber... Ah, eine Haarnadel. Die kann ich sicher gut gebrauchen. Und wie? Damit könntest du mich befreien und dann könnten wir gemeinsam fliehen. Ich höre immer gemeinsam. Hey, rette mich gefälligst. Du schuldest mir was. Wenn sie mir so kommt, schalte ich erst recht auf stur. Hey, ich muss sie nicht befreien. Nee, da hast du recht. Musst du eigentlich nicht, aber ich möchte das ganz gerne. Ich will sie nicht befreien. Und ihr Friseur bin ich auch nicht. Was ist denn noch? Ich gehe da mal wieder. Ich würde sie aber befreien wollen. Hey, du siehst aus wie diese Jungs, die sich ständig auf dem Friedhof materialisieren. Mag sein, aber sowas tue ich nicht. Ich war schon lange nicht mehr an der frischen Luft. Wie bist du denn hier gelandet? Und warum bist du ein Geist? Ich bin unschuldig. Ich wurde zu Unrecht in den Kerker geworfen. Unschuldig? Das behaupten alle. Willkommen im Club. Aber ich bin wirklich unschuldig. Dummerweise habe ich dasselbe Problem, nur dass ich deswegen nicht gleich vor Verzweiflung gestorben bin. Was hast du denn, was sollst du denn getan haben? Warum haben sie dich denn eingesperrt? Ach, das ist nicht mehr wichtig. Ich möchte nur noch meine letzte Ruhe finden. Aber dazu muss ich freigesprochen werden. Aber wie soll das funktionieren? Du bist tot. Die Gerichte beschäftigen sich ja heutzutage wirklich mit den seltsamsten Fällen. Aber dass ein Toter nochmal angehört wird, kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich muss einen Weg ins Totenreich finden. Leider nehmen sie mich in meinem Zustand dort nicht. Meine Bindung ans Diesseits ist einfach zu stark. Das ist dort nicht gern gesehen. Kannst du mir vielleicht helfen? Du musst nur einen Weg finden, meine Unschuld zu beweisen. Tut mir leid, aber im Moment habe ich echt andere Sorgen. Vielleicht später. So eilig kannst du es ja nicht haben. Als Toter hat man ja alle Zeit der Welt. Ja. Oh, was wollen wir denn noch? Das sehen wir uns auch noch an. Wie kommt es eigentlich, dass die meisten Leute sterben, ohne zu murren und andere zu Geistern werden? Keine Ahnung. Ich bin ja gestern erst gestorben und kenne mich mit dem Geistertum noch nicht aus. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich unschuldig im Kerker saß. Das bindet meine Seele an diesen scheußlichen Ort. Vielleicht ist es aber auch einfach erblich bedingt. Eine Nichte von mir hat dasselbe Problem. Die hat es sogar noch schlimmer erwischt. Sie haust auf dem Mädchenklo von so einer komischen Schule und mault den ganzen Tag rum. Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Eure Familie neigt offensichtlich stark zum Selbstmitleid. Vielen Dank für den geistreichen Plausch. Ich muss jetzt weiter. Ja, nett, diese kleine Ansage dazu. Na gut, wir schauen weiter da zur dunklen Kiste. Die Tür ist abgeschlossen. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Oh mein Gott, ja, hier Haarnadel an... Haarnadel an Tür? Nein. Wir haben noch die Haarnadel. Nein, 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 die nächste Maschine angucken. Nimm die Haarnadel. So, gib doch. Zur dunklen Gasse an der Tür. Ups, die Haarnadel hat sich im Schloss verhakt. Die kriege ich nicht mehr raus. Na, immerhin, die Tür ist offen. Okay. Ich könnte jetzt gehen. Aber ist das klug? Wenn Abracadabra in meine Zelle schaut und merkt, dass sie leer ist, wird er nach mir suchen lassen. Dann dauert es nicht lange und ich lande wieder hier. Ich muss mir was einfallen lassen. So. Okay, wir müssen noch was zur Tarnung hin basteln. Da könnten wir doch... Könnten wir nicht das Stroh und... Hier in den... Wenn ich das bisschen Stroh in den Teppich einwickle, kommt nichts dabei heraus. Und wenn wir jetzt Stroh mit Stroh kombinieren, haben wir einen großen Strohhaufen.
Dann machen wir einen großen Strohhaufen in den Teppich. Hey, wenn ich das Stroh in den Teppich einwickle, bekomme ich einen schicken Korpus. Jetzt machen wir noch das rote Halstuch daran, da wegen... Was soll das denn bewirken? So, keine Ahnung. Ich dachte nur, eventuell so wegen Kopf. Naja, können wir das hier denn auf die Pritsche legen. Das sieht doch fast aus wie mein Luxuskörper. Ja, fast. Müssen wir jetzt hier noch... Nein, das geht nicht. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Dann müssen wir das mit dem Kissen einwickeln. Nein, das geht nicht. Okay. Ja, dann probieren wir jetzt, ob wir jetzt raus können. Nein, ich bleibe, bis ich einen Weg gefunden habe, wie ich Abracadabra vortäuschen kann, dass ich noch da bin. Ja, aber wie denn jetzt? Was fehlt uns denn noch? So, da gucken wir nochmal rein hier. Pritsche. Wenn's nach Abracadabra geht, wird das für die nächsten 100 Jahre mein Bett sein. Das werde ich zu verhindern wissen. Können wir denn hier noch... Was können wir denn noch machen? Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Das ist eine Hantel, Rattenskelett, Ketten. Können wir mit dem Tuch irgendwas machen? Was soll das denn bewirken? Keine Ahnung. Irgendwas, was uns fehlt, wahrscheinlich noch was als seltsames Vieh. Dieses Ding schaut mich so merkwürdig an. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas, was wir gebrauchen können. Aus dem Halstuch lässt sich eine Mütze formen. Wenn ich das Ganze auf den Glaskolben stecke, sieht das aus wie ein Kopf mit einem Zauberhut. Okay, wir hätten das mit dem Glaskolben also machen sollen. Also wir müssen es mit dem Glaskolben machen. Okay, so ein bisschen rumklicken. Tolle Idee! Funktioniert nur leider nicht. Nicht da. Nicht auf dem Kissen bitte, sondern auf die Pritsche. So. Das sieht doch fast aus wie mein wohlgeformter Schädel. Und fertig ist der falsche Simon. Super. Das bringt aber auch nur so lange was, bis die Befragung losgeht. Also... Ha! Und schon bin ich raus hier. Ich wette, dieser Blindfisch Abracadabra wird ewig brauchen, bis er merkt, dass ich nicht mehr in der Zelle bin. Du haust ab? Hey, lass mich hier nicht hängen! Hol mich hier raus! Bei mir war die Sache ein Justizirrtum. Dich haben sie aber bestimmt nicht ohne Grund hier eingesperrt. Da will ich mich besser nicht einmischen. Das gibt nur Ärger. Lass dir die Zeit nicht zu lang werden. Mach's gut. Ja, man kann, weiß ja nie, ob man... Haha, ich bin draußen. Jetzt möchte ich das Gesicht von diesem Hokuspokus sehen, wenn er irgendwann mal feststellt, dass ich nicht mehr in der Zelle bin. Das war's also. Ich bin wieder frei und kann in meine Welt zurückkehren. Das Ziel ist erreicht. Glückwunsch. Geschafft. Schluss. Aus. Finito. Vorbei. Fertig. Basta. Ende. Das war ja viel einfacher als gedacht. Na, wenn das mal kein Happy End ist. Schön wär's. Ich wette, dieser möchte gern Simon plant etwas. Irgendwas Linkes. Deshalb hat er mich auch verhaften lassen, um mich aus dem Weg zu räumen. Ich muss mehr über ihn herausfinden. Ich weiß nur noch nicht, wie. Hey, was ist das denn da drüben? Da steht Einladung zur ersten Hauptversammlung des Vereins der Freunde des Sumpflings. Treffpunkt im Vereinshaus auf dem Marktplatz. Hey, den Sumpfling kenne ich doch. Der hat mittlerweile einen eigenen Verein? Schräg. Ich wette, es ist eine gute Idee, ihn nach dem falschen Simon auszufragen. Der kleine Kerl scheint mittlerweile viele Freunde zu haben und er ist so simpel gestrickt, dass ich ihn mit meinen Fragen garantiert nicht misstrauisch mache. Ein besseres Opfer muss man erst mal finden. Ich hoffe nur, er nervt mich nicht wieder mit dieser grässlichen Sumpfsuppe. Bis ich mehr über meinen Doppelgänger weiß, sollte ich es unbedingt vermeiden, ihm über den Weg zu laufen. Er würde mich garantiert wieder in den Kerker sperren lassen. Ja, das sollten wir. So, was haben wir denn hier? Da ist eine Tonne. Das machen wir mal. Das riecht entsetzlich nach Gurken.
Na sowas, ein Bauplan der Burg. Aber sowas gehört doch nicht in den Müll. Das gehört ins Altpapier. Ja, ist doch fast dasselbe. Naja, gut, aber egal. Aushang. Götze. So, jetzt ist, ja, also das nächste Ziel ist klar. Das wird dir so umfliegen. Aber wir schauen uns hier nochmal eben in der Gasse einmal um, so ein bisschen. Aber ich schätze mal, dass ich hier jetzt erstmal eine Pause einlegen werde. Wir haben den Eintritt in die Zauberwelt geschafft, uns einen kleinen Überblick verschafft hier und unser Ziel, unser jetziges Ziel steht fest und das werden wir dann in der nächsten Aufnahmerunde weiterverfolgen. Bis dann, gehabt euch wohl!